Sie sollen ein Mittel im Kampf gegen den Klimawandel sein und trotz weltweit steigendem Energiebedarf zur Verringerung von CO2-Emissionen beitragen, Halbleiter. Sie finden sich zum Beispiel in Elektroautos. Um den zukunftsträchtigen Markt zu erschließen, hat der deutsche Chiphersteller Infineon nun zusammen mit mehr als 40 Partnern aus 8 Ländern in Dresden ein Forschungsprojekt zu energieeffizienten Halbleitern gestartet. Sie befinden sich im heimischen Ceran-Kochfeld oder der Waschmaschine, genauso wie im Elektrozug oder Windparks. Sogenannte Leistungshalbleiter helfen dabei, Motoren zu steuern. Sie können Fahrgeschwindigkeiten von Eisenbahnzügen, von Kraftfahrzeugen, also Elektrofahrzeugen, regeln. Ob die Waschmaschine schleudert oder wäscht, das machen Sie heute mit Leistungshalbleitern. Weil Elektronik in unserem Leben stetig an Bedeutung gewinnt, wird auch die Halbleiterproduktion immer wichtiger. Doch die bisherigen Halbleiter können nicht alle Energie direkt weiterleiten. Es gibt Verluste, etwa durch Wärmeentwicklung. Das bedeutet höheren Stromverbrauch und damit beispielsweise mehr CO2-Ausstoß oder eine geringere Reichweite von Elektroautos. Der neue Forschungsverbund möchte in den kommenden 3 Jahren die Effizienz der Leistungshalbleiter steigern und damit Europa in dieser Schlüsseltechnologie wettbewerbsfähig halten. Die Konkurrenz ist groß. Wir müssen in Europa gegen die Konkurrenz ankämpfen. Das können wir nur, indem wir unsere Kräfte vereinen. In diesem Projekt bringen wir die richtigen Teams zusammen. Nicht nur Menschen, die die Technik entwickeln, sondern auch die Unternehmen, die sie später anwenden. Koordiniert wird das Projekt von Dresden aus, dem führenden Mikroelektronikstandort in Europa. Die EU sowie die 8 beteiligten Staaten unterstützen das Vorhaben mit rund 34 Millionen Euro.